Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute mit zwei ganz interessanten Menschen, die, ja, kann man eigentlich sagen, sie gehören zu der Gesellschaft von München. Uschi zu Hohenlohe und Prinz Peter zu Hohenlohe. Würden Sie sich da richtig eingestuft sehen? Es kommt drauf an, welche Gesellschaft. Aber so global gesehen heißt es immer so, man gehört zur Gesellschaft. Naja, vielleicht gehören wir dazu. Ja, zu welcher Gesellschaft würden Sie sich denn dazugehörig fühlen, wenn Sie sich selber definieren sollen? Ja, es gibt so die Schickimickis, wo ich auch manchmal bin. Aber ich glaube, wir zählen uns eher so zur gediegeneren Münchner Gesellschaft. Okay. Prinz Hohenlohe, Sie sind ja einer, der sich mit Insolvenzrecht, Sie sind Anwalt und setzen sich mit Insolvenzrecht auseinander. Ja, im Grunde genommen eine ganz andere Szene, wie die, mit der sich Ihre Frau auseinandersetzt. Das sind ja mehr so Eventveranstaltungen. Sie stimmen denen nicht ganz zu. Warum? Es gibt auch in der Münchner Gesellschaft insolvente Personen. Man weiß es nur oft nicht. Was macht die Leute eigentlich insolvent? Welche Fehler? Also ist es in erster Linie der Fehler, dass man zu lange wartet, bevor man zugibt, dass das Unternehmen nicht mehr ganz so funktioniert, wie man sich das gewünscht hat? Oder was sind so die Hauptfehler, die die Leute machen? Ja, man muss ja unterscheiden zwischen zahlungsunfähig oder überschuldet zu werden und rechtzeitig einen Insolvenzantrag zu stellen. Warum wird man zahlungsunfähig oder überschuldet? Entweder, weil eigene Kunden nicht zahlen und man deshalb Zahlungsausfälle hat, oder aber, weil man einfach zu viel Geld ausgibt, mein Gott. Und mit den Leuten müssen Sie sich dann, also denen geben Sie dann Ratschläge, wie Sie aus Ihrer prekären Situation herauskommen. Ganz genau. Und das sind sowohl Privatpersonen wie auch Firmen. Und das ist eben gerade das Spannende, Vorstellung eines Insolvenzantrages, die Mandanten dahingehend zu beraten, wie sie das Beste aus ihrer Situation machen können, wie sie zum Beispiel wertvolle Vermögensgegenstände noch an Dritte übertragen können, ohne sich strafbar zu machen und ohne, dass es anfechtbar ist. Man muss also schauen, dass dadurch die Gläubiger nicht geschädigt werden. Das ist sehr spannend. Die Phase ist eigentlich die spannendste vor dem Insolvenzantrag. Reden Sie beide über Ihre beiden Geschäfte, wenn es spannend wird? Also ich rede mit ihr eigentlich wenig drüber, weil es sie nicht so wahnsinnig interessieren dürfte. Aber ich bin an ihrem Geschäft schon interessiert. Da reden wir öfters drüber. Aha, jetzt müssen Sie noch mal erklären, was ist denn eigentlich genau Ihr Geschäft? Man sagt Eventmanagerin, aber ich mache eigentlich nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass ein Auftraggeber eine gute Presse hat und die richtigen Leute zu seinem sogenannten Event bekommt. Also Sie haben ein Adressbuch, und in das wahrscheinlich viele Münchner auch gerne hinein möchten, weil es ja immer sehr schöne Events sind, zu denen Sie einladen. Nach welchen Maßstäben kommt man in dieses Adressbuch von Ihnen, um dann eingeladen zu werden zu diesen Events? Also es sind, wie gesagt, sehr viele drin, aber fallen auch einige raus, die zum Beispiel zweimal hintereinander weder zu noch absagen. Das habe ich gar nicht so gerne. Und die fliegen dann erst mal raus und die kommen dann auch wieder und betteln und sagen, warum bin ich von deiner Liste gestrichen? Und aber sonst ist jeder herzlich willkommen. Was sind so Beispiele für Events, die Sie vorbereiten, für die Sie dann auch die Verantwortung haben, dass sie gelingen und in der Presse gut besprochen werden? Ich mache zum Beispiel einmal im Jahr hier, wo wir gerade stehen, fürs Dorotheum einen Jahresempfang mit 600-700 Leuten. Das heißt, es werden dann 1000 eingeladen. Und das ist einmal im Jahr zur großen Vorbesichtigung in Wien, anlässlich dieser Besichtigung. Und das ist immer sehr lustig, weil es unmittelbar nach den großen Ferien ist. Und jeder freut sich drauf und jeder trifft jeden und ist immer sehr lustig.
Das ist auch so ziemlich wichtig, nicht? Dass sich die Leute dann da immer treffen. Und da können Sie wahrscheinlich auch ganz gut akquirieren für Ihr Geschäft. Hat sich das mal angebahnt? Nein, das mache ich grundsätzlich nicht. Nein. Und ich war in der glücklichen Situation, dass ich von Anfang an in einer Kanzlei war, in der nie akquiriert werden musste. Wir wurden weiterempfohlen. Und wir hatten also zum Beispiel mein älterer Partner, mit dem zusammen ich das Büro vor 40 Jahren gegründet habe, der hätte super akquirieren können, weil er irre auf die Leute eingegangen war, aber hat es nie müssen und hat es nie gemacht. Wir hatten Gott sei Dank immer genug Mandate. Und ich bin auch da ganz schlecht, weil wenn mich jemand fragen wird, ob ich ein guter Anwalt bin, würde ich sagen, müssen Sie jemand anders fragen, weiß ich nicht. Und müssen Sie meine Frau fragen. Ja, ob es die weiß. Wie ist denn so die Konkurrenzsituation unter den Eventmanagern oder Managerinnen hier in München? Also ich verstehe mich mit allen bestens und es gibt ja im Prinzip drei Konkurrentinnen und mit denen verstehe ich mich aber sehr gut und wir sind auch eng befreundet. Aber ich glaube, man findet auch Kunden interessant und um die muss man dann wahrscheinlich auch sich bewerben. Und da könnte es ja mal sein, dass Sie, obwohl Sie gut befreundet sind, mit jemand um den gleichen Kunden sich bewerben. Hat sich das schon mal stattgefunden? Nein, da bin ich wie mein Mann. Ich akquiriere nie und die Leute kommen immer auf mich zu und ja, das ist angenehm, ist gut so, weil ich bin auch ganz schlecht im Akquirieren. Wie ist denn der Stressfaktor so? Also Eventmanager müssen ja eine ganze Menge Stress, also je mehr man näher man auf das Ereignis zukommt, desto spannender wird es ja wahrscheinlich für Sie. Wie gehen Sie damit um? Also wenn man das so lange macht wie ich, seit 1985 quasi, ist man da völlig entspannt. Mein Credo ist immer, in der Ruhe liegt die Kraft. Und so gibt es für mich eigentlich keinen Stress. Und worin machen Sie fest, ob ein Ereignis für Sie gelungen ist oder nicht? Also eigentlich steht und fällt es mit den Leuten. Und dann muss es was Gescheites zu trinken und zu essen geben. Und dann ist das eigentlich ein Selbstläufer. Ja, und es muss in der Presse ordentlich publiziert werden. Aber eben, das ist ja deine Aufgabe. Wenn die entsprechenden Leute da sind, wird das auch dann von der Presse honoriert und darüber geschrieben. Und das gucken Sie sich natürlich am nächsten Tag auch an. Und je mehr Presse dann da ist, umso mehr Erfolg können Sie dann... Ja, daran misst man eigentlich den Erfolg dann in den entsprechenden Veröffentlichungen. Mhm. Und wie ist das für Sie, wenn Sie bei diesen Events so mit dabei sind? Man sieht Sie öfters auf Fotos, dann in den Zeitungen, dass Sie dann einfach auch dabei sind. Ja, ich bin eben als Ehemann, darf ich dabei sein? Und da sind ja dann doch meistens viele Freunde von uns, sodass ich mich immer sauwohl fühle. Aber ich bin da wirklich nur, ich bin da die Nebensache eigentlich. Aber können Sie so, obwohl Sie nur in Anführungszeichen der Ehemann sind, abschätzen, ob das während des Events, ob es ein gelungenes ist oder nicht? Doch, aber ich messe es daran, ob da viele Personen sind, die ich kenne, weil das sind dann meistens diejenigen aus Uschis eben Kreis, die dann in der Regel auch für die Presse interessant sind oder aber, wobei das betrifft jetzt Events, zu denen wir eingeladen sind, die nicht sie gemacht hat. Ja? Wenn ich da keinen Menschen kenne, dann sind das in der Regel, sind die da in der Presse meistens nicht so wirksam. Ja. Wo würden Sie denn sagen, sind Sie angesiedelt mit Ihren Events? Wo würde man eine Uschi zu Hohenlohe besonders gerne als Eventberaterin, Fachfrau mit hinzuziehen? Ich mache ja nicht mehr so wahnsinnig viel wie früher, aber in den vergangenen Jahrzehnten habe ich sehr viel Lifestyle, Kultur, Wirtschaftsevents auch gemacht. Und jetzt beschränke ich mich sehr auf ganz wenige ausgewählte Events. Also mit Mode und so mache ich eigentlich gar nichts mehr. Obwohl so Ihre Vergangenheit als Quick-Reporterin ist ja auch eine spannende Geschichte. Konnten Sie das einfach so hinter sich lassen? Das war sehr spannend. 10 Jahre als rasende Reporterin.
und habe wahnsinnig viel gelernt, viele Leute kennengelernt. Zum Schluss habe ich dann auch mehr so gesellschaftliche Geschichten gemacht, St. Moritz und Saint-Tropez, da wo man eben hinfährt. Aber das war eine ganz tolle Erfahrung, aber nach 10 Jahren, wenn man dann so ad hoc mit der Zahnbürste in der Tasche los musste, weil irgendein Politiker ermordet worden ist, war das schon ein bisschen stressig. Und dann wurde ich abgeworben von Henri-François Poncet, die PR zu machen für Moët Hennessy und Dior. Und da war ich 5 Jahre und es war was anderes, aber hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und was ja dann auch immer, wenn man ein Ehepaar vor sich hat oder neben sich hat, eine spannende Frage ist, wie haben Sie sich denn kennengelernt? Wie ist denn das gewesen? Also habe ich gelernt, dass wenn man überhaupt nichts mit oder wenn man eine schöne Geschichte hören möchte, dann muss man immer das Thema ansprechen. Wie war das bei Ihnen? Also eigentlich wurden wir verkuppelt. Schön. Ja, und ich war damals noch verheiratet in erster Ehe und eine Tante meines damaligen Mannes hat mich und meinen damaligen Mann zur Hochzeit ihres Sohnes eingeladen. Dann habe ich gesagt, tut mir wahnsinnig leid, aber wir sind getrennt seit 2 Wochen. Und dann sagt sie, ach prima, dann komm doch du alleine. Und ich habe die Tante einmal gesehen, fand sie sehr sympathisch und fuhr dann dahin und sie sagte mir dann, ach, du wirst gucken, ich lade meinen Lieblingsneffen ein. Mhm. Dachte ich mir, oje, oje. Weil eigentlich ist es ja meistens, geht es schief, wenn man so verkuppelt werden soll. Aber dann kam er, ich war einen Tag vorher schon da, und dann kam er plötzlich rein und ich dachte mir, aha, gar nicht so schlecht. Und von dem Moment an waren wir eigentlich unzertrennlich. Ja, das muss ich dann, und dann waren wir dann abends bei der Hochzeitsfeier in so einem Landgasthof. Und das war so ein schmaler Tisch. Ganz links hätte ihr Tischherr sitzen sollen. Dann kam sie, ich saß rechts von ihr. Und rechts von mir saß meine Tischdame, eine grässliche Schwiegertochter dieser Tante. Furchtbar, mit der ich mich sowieso nicht unterhalten wollte. Und nachdem ihr Tischherr nicht kam, musste ich mich mit ihr unterhalten, damit die Arme nicht ohne Unterhaltung da war. Und deswegen war ich also hochwillkommen und ich habe uns super unterhalten. Und naja, haben also richtig schon angefangen miteinander zu flirten. Und dann am nächsten Morgen war es noch, also wir wohnten alle bei dieser Tante. Am nächsten Morgen war noch großes Frühstück. Und dann brachte ich, wir waren jeder mit seinem eigenen Auto unterwegs. Sie wusste nicht, wie man zur Autobahn Nürnberg kommt. Das war bei Nürnberg. Da habe ich gesagt, okay, ich fahre dir vor. Und hab sonst, war ganz cool, habe mich einfach verabschiedet. Nichts gesagt, keine Adresse hinterlassen, nichts. Und sie, wie ich von ihr später erfuhr, kochte innerlich, sagt dieser Schweinehund, flirtet den ganzen Abend mit mir und haut dann einfach ab. Ja. Aber ich hatte natürlich einen Plan, der folgendermaßen dann verwirklicht wurde, dass ich vor der Autobahn rechts ranfuhr, ausstieg, zu ihr hinterging und sagte, was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Tag? Ah, also und dann hat sie ein Süppchen gekocht. Das ist das Thema. Peinlich, peinlich. Das Wetter war nicht so wahnsinnig prickelnd und Spaziergang, es regnete. Und dann dachte ich mir, oh Gott, was mache ich? Und hatte noch ein Hummersüppchen, was ich in Sylt mal gekauft hatte, bei diesem berühmten Dorsch oder Worsch oder wie der heißt. Und Gosch. Und dann dachte ich mir, also sonst ist der Kühlschrank leer. Das Einzige, was ich ihm zu bieten habe, ist dieses Süppchen. Und naja, du hast es gegessen, aber fandst es jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd. Und dann aber hat er wahrscheinlich erst danach gesagt, Jahre später, dass es nicht Nein, so prickelnd Nein, das stimmt war. Auch gar nicht. Nein? Nein, das ist ein Süppchen von dir zu warm gemacht. Was gibt es Besseres? Oh, ja. Lecker. Das war jetzt zu einer Zeit, wo Sie Ihren Unfall noch nicht hatten. Als Nein, das war alles im Herbst 92. Der Unfall war am zweiten Weihnachtsfeiertag 94, 2 Jahre später. 2 Jahre später. 1,5, ja. Nee, 2, genau. Herbst 92, Ende 94. Ach so, ja. Also was Sie da eben gesagt haben, dass Sie eben seitdem Sie sich kennengelernt haben, unzertrennlich waren, spielt natürlich auch in eine Zeit, also der Großteil ihres Zusammenseins ist
die Zeit, wo ihr Mann im Rollstuhl sitzt. Hm. Und also das finde ich ja auch toll, dass das auch eine solche Katastrophe überstanden hat. Ja, was soll ich da jetzt sagen? Also man muss sich schon sehr, sehr lieb haben, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Aber bei uns, es wäre nie ein Thema gewesen, obwohl die Ärztin im Klinikum, wo Peter 6 Monate gelegen ist, immer prophezeit hat, dass die große Ehekrise kommt. Aber auf die warten wir eigentlich heute noch, nach 22 Jahren. Also das war nie der Fall. Und es ist für mich so Alltag und ich könnte mir es anders gar nicht vorstellen. Ja, und die Uschi hat eben, also andere Frauen würden ja gerade zumal nach so kurzer Ehe wohl weglaufen. Und die Uschi prägte den tollen Satz, jetzt kann er mir wenigstens nicht mehr weglaufen. Aber Sie müssen uns noch mal erzählen, was da eigentlich passiert ist, warum Sie dann im Rollstuhl... Ja, also das sollte ein erstes gemeinsamer Familien-Skiurlaub in St. Moritz sein. Wir fuhren... wir beide in einem Auto, die Toni, glaube ich, mit uns, oder naja, meine Tochter war, glaube ich, auch dabei. Wir fuhren hier in München los. Ich war völlig abgearbeitet, überarbeitet. Ich war in der Zeit Gesamtversteckungsverwalter in Dresden und musste da irre viel arbeiten. Wir fuhren also abends am Freitag, am 25. abends los, kamen an Luise-Kisselbach-Platz, rote Ampel. Vor mir stand schon ein Auto. Ich fuhr langsam näher. Und auf einmal habe ich statt auf die Bremse aufs Gas getreten, was ich im Normalzustand wohl nicht mache, üblicherweise nicht mache. Also das war schon das erste Zeichen, dass da was nicht stimmte. Am nächsten Tag war es so, dass vormittags mir ein paar kleine Sachen missrieten. Und da hat mir meine Tochter Cosima, die auch dabei war, hinterher erzählt, dass ich an dem Vormittag gesagt hätte, ich glaube, heute passiert mir noch was. Und am Nachmittag um 2 ungefähr waren wir auf der Piste alle. Nee, also dein Bruder war noch nicht da, gell? Nee, die kam auch. Waren nur wir beide mit meinen beiden Töchtern aus der ersten Ehe. Ja, er hatte schon mal seine Handschuhe zu Hause in der Wohnung vergessen. Dann mussten wir haben dann gewartet. Du bist noch mal zurückgefahren, hast die Handschuhe geholt, dann fuhren wir hoch und Naja, jedenfalls fuhren wir dann und es war ziemlich aber. Wir mussten also neben der Piste fahren und ich fuhr dann einen Hang runter, war nicht sehr steil, war Tiefschnee, ich fuhr Schuss, blieb irgendwo hängen, machte ein Salto, kam mit dem Kopf auf, ich habe hier noch die Narbe und habe mir Gott sei Dank nicht das Genick gebrochen, sondern nur den Rücken. Das irgendwie erinnert das ja unglaublich an Michael Schumacher, nicht? Das ist also so, dem auch ähnlich passiert. Bloß hatte ich keinen Helm auf, deswegen habe ich vielleicht jetzt nicht den Zustand, den Michael Schumacher hat. Ja. Nein, aber dann waren Sie ein halbes Jahr im Krankenhaus. Dann. Also 5 Monate. Und wie war die Reaktion von Ihnen, als Sie das gehört haben, dass Sie wahrscheinlich nicht mehr laufen können? Tja, ich habe es, glaube ich, schon in der Kur. Ich wurde dann nach Kur geflogen und da war die Operation. Habe ich es da schon erfahren? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich weiß nicht mehr. Ich war ja immerhin schon mal 49 Jahre, war schon 30 Jahre lang erwachsen. Und also mich hat's. Ich greife nochmal auf, was die Uschi gerade erzählt hat. Da kam dann eben nach ein paar Tagen die Anstaltspsychologin zu mir und sagte, du hast ein bisschen falsch dargestellt. Sie hat es nicht auf unsere Ehe bezogen, sondern sie hat gesagt, sie werden in ein ganz tiefes Loch fallen. Egal welcher Art. Ja, doch, aber Ehekrise hat sie auch immer gesagt. Und da habe ich eben dann 2 Jahre später, weil ich sie traf, habe ich gesagt, Frau Dr. Bühren, ich warte immer noch darauf, dass ich in das Loch falle. Ne, ich meine, aber kannst du vielleicht besser, erinnerst du dich vielleicht besser daran, dass es mir nicht so viel ausgemacht hat, wie man meinen könnte, dass es ausmachen würde. Mhm. Nee, das ist, ich denke mal, das liegt auch an der Konstellation von Ihnen beiden, ja, dass Sie da sich so dann beide getragen haben. Muss ja irgend sowas gewesen sein. Ich meine, wie hat's, Sie haben es ja auch irgendwann mal zum ersten Mal gehört, dass Ihr Mann irgendwann nicht mehr gehen können wird? Wir sind damals mit den Töchtern von meinem Mann nach Chur gleich gefahren und haben gewartet. Die OP dauerte, glaube ich, 5 oder 6 Stunden. Und dann kam der behandelnde Arzt schon und sagte,
das Rückenmark wäre durchtrennt und es bestünde wenig Hoffnung darauf, dass er wieder laufen werden kann. Und das war natürlich momentan schon ein Wahnsinnsschock, aber es geht einem dann so viel durch den Kopf. Und am nächsten Tag sind wir dann auch gleich, wurde er nach Murnau geflogen, auf dem Rückweg nach Murnau gefahren. Und da lag er bereits in seinem Bett mit Hanteln und machte diesen und einen Kopfhörer und seiner klassischen Musik. Und die Welt war in Ordnung, er strahlte. Und also ich glaube, Peter hat uns das sehr erleichtert, damit fertig zu werden. Die ganze Situation, man wächst dann so mit rein. Und wie gesagt, jetzt sind es 20 Jahre und es ist Alltag geworden. Wann ist so eine Situation, wo es am blödsten ist, wo Sie sich denken, jetzt, ja, ist es am blödsten? Manchmal ist es schwierig, weil wir reisen sehr viel in den Fliegern, wenn du dann eine halbe Stunde da warten musst, bis der Sani kommt, um ihn rauszuholen. Dann, wenn wir am Meer sind, bin ich eigentlich immer darauf angewiesen, dass da noch jemand ist, der mir dann hilft, ihn ins Wasser zu tragen und aus selbigem auch wieder raus. Aber es war richtig blöd ist eigentlich nie. Richtig blöd ist es nie. Nein, wir haben auch viele Vorteile. bei Museen, wir müssen nie anstehen. Rollifahrer dürfen immer vor. Ins Flugzeug steigen wir als Erste ein, was auch angenehm ist. Also man hat auch schon seine Vorteile. Für die Oper zahlen wir zu zweit nur ein Viertel dessen, was andere zahlen. Wir haben immer einen Rolli-Parkplatz vor der Oper. Also das sind ganz viele Vorteile. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Jetzt, wo ich so eine Gesellschaftsfachfrau neben mir sitzen habe, muss ich noch ein bisschen über die Münchner Gesellschaft von Ihnen erfahren. Wie würden Sie die abgrenzen von anderen, also sagen wir Hamburg oder Berlin? Was macht die Münchner Gesellschaft speziell? Also ich sag mal, die Hamburger Gesellschaft ist sehr zurückhaltend, etwas steif, bisschen schwierig, bis die in Gang kommen. Und in München ist es total locker und easy. Und jeder Neuankömmling wird sofort eigentlich aufgenommen, wenn er sympathisch ist oder halbwegs sympathisch. Und das ist in Hamburg schwieriger. Berlin in dem Sinn gibt es da zwar den Inner Circle, die sich überall treffen, und anlässlich Filmfest viele, viele Schauspieler, aber diese Gesellschaft, wie es hier gibt, gibt es da, glaube ich, gar nicht. Und so ein idealer Mix, wie sieht der aus bei so einem Event, was geglückt ist? Wie muss man die Menschen zusammenstellen, damit es was Besonderes ist? Ich würde sagen, so aus jedem Bereich ein paar lustige Vögel vom Adel, ein bisschen Politik, Wirtschaft, dann aber auch so ein paar bunte Vögel. Und das ist einfach eine gute Mischung, soll es sein. So Adelsfeste sind da schon sehr viel klarer in der Zusammensetzung. Wie haben Sie das so im Laufe Ihres Lebens erlebt? Dass Sie langweilig sind. Weil das eben ganz einseitig ist, dann eben nur Adel ist. Ja. Nein, es gibt sehr schöne Adelsfeste, Hochzeiten beispielsweise, stimmt, wo halt überwiegend dann Adlige sind, aber auch andere natürlich heutzutage. Und das ist schon sehr amüsant. Aber ganz früher, zu meinen Elterns Zeiten, gab es dann die Adelsbälle hier, organisiert von Heino von Bröseke, Gott hab ihn selig. Und das war, glaube ich, schrecklich langweilig. Ich bin da nie hingegangen. Und meine Eltern waren da auch zweimal, glaube ich, und fanden es eher schrecklich. Obwohl, wenn ich mir so überlege, wie Sie sich kennengelernt haben, was Sie da eben erzählt haben, ist das doch das klassische Adelskennenlernen, oder? Da ist eine Matchmakerin, die sagt, kennt da jemand? Und
kenne da einen, der eventuell zu dir passen würde. War doch eigentlich die klassische Matchmaker-Adels-Zusammenführung. Doktor, das, insofern haben Sie schon recht, dass gerade bei diesen, zum Beispiel bei Hochzeiten und so weiter, wenn dann die ganzen Generationen kommen, also auch die Kinder, da ist schon, findet es schon häufig statt, dass sich da junge Menschen kennenlernen. Also das ist ja schon ein gutes Forum. Also wir waren ja nicht mehr so jung. Aber beide adelig. Was ja gar nicht schlecht ist, also wenn man so einen Matchmaker hat, dann weiß man ja, dass der Matchmaker diese beiden Personen kennt und dass das auf jeden Fall keine, ich übertreibe jetzt, aber irgendwelche Verbrecher oder sonst was sind. Ja, man kennt über den Dritten, lernt man sich dann sozusagen kennen. Das hat ja auch Vorteile. Klar. Bei Ihnen hat es auf jeden Fall einen Vorteil gehabt. Bei uns hat es einen Vorteil gehabt. Und ich bin dieser Tante, die leider auch gestorben ist vor 1,5, 2 Jahren, bis heute sehr dankbar. Rollstuhlfahrer machen ja im eigentlich alles mittlerweile, hat man das Gefühl. Ja, also jede Sportart wird mittlerweile von Rollstuhlfahrern mitbesetzt. Hat sich doch eigentlich ziemlich positiv, ich sage mal, entwickelt doch überhaupt, wie sich so Rollstuhlfahrer in unserer Gesellschaft auch bewegen können. Oder wie haben Sie es, wie erleben Sie es? Ja, früher habe ich es ja nicht erlebt. Ich bin ja erst seit 20 Jahren Rollstuhlfahrer. Klar, man kann heutzutage mehr oder weniger alles machen. Als ich da in Murnau war, da wurde mir angedient, Tennis zu spielen. Rollstuhlfahrer dürfen, bei Rollstuhltennis darf der Ball zweimal aufkommen, bevor man schlagen muss. Aha. Aber ich habe immer mit dem Schläger, bin ich immer an mein Knie gekommen. Das hat mir zwar nicht wehgetan, weil ich ja nichts merke, aber mir hat das Knie leid getan. Dann war es Bogenschießen, das fand ich langweilig. Und dann habe ich nie mitgemacht, ich habe es nur gesehen, Basketball. Und das ist ja wahnsinnig, wie die da rumfuhrwerken. Die hauen sich gegenseitig um, das sind alles ganz junge Kerle, die dann auch selbstständig alleine wieder in den Rollstuhl reinkommen, was ich nicht könnte. Wenn ich am Boden liege, dann brauche ich Hilfe. Aber das war mir alles, dafür war ich auch zu alt einfach. Ich habe vor 5 Jahren Golfspielen angefangen und das macht mir einen Riesenspaß. Wie sieht so ein Schläger dann aus? Wie ein ganz normaler Schläger. Ganz normaler Golfschläger. Ganz normaler Golfschläger. Ich habe so einen speziellen Rollstuhl, ja. Mit dessen Hilfe ich mich aufrichten kann, sodass ich mehr oder weniger pielgerade stehe. Dann halte ich mich mit der linken Hand fest und mit der rechten schlage. Also ich schlage nur mit einem Arm. Das geht wunderbar. Was sagen Sie Menschen, die nicht wissen, wie sie mit einem, der im Rollstuhl sitzt, reden sollen? Also soll man in die Knie gehen? Soll man stehen bleiben? Es ist ganz ungesund, immer nach oben zu schauen. Also wenn ich daran denke, dann bitte ich die, sich irgendwo hinzusetzen, damit sie in einem Niveau sind. Weil gerade diese Haltung ist ganz schlecht. Muss ich leider schon oft genug einnehmen, wenn ich vom PC sitze. Mein PC ist leider eine Idee zu hoch. Ich habe es noch nicht geschafft, ihn niedriger zu stellen. Ich muss immer ein bisschen so gucken. Und da kriege ich dann hier Verspannungen mit der Folge, dass mir die Ellbogen wehtun. Also ganz schlecht sind Cocktails, wenn alle stehen. A ist da das Lärmniveau sehr hoch, sodass ich manchmal rein akustisch einfach die nicht verstehe, was die da oben sagen. Ja, und da sitzt eben praktisch keiner. Es gibt auch selten Stühle. Da muss ich die ganze Zeit immer so nach oben gucken. Das ist blöd. Mhm. Einfach ungesund und ein bisschen mühsam. Gibt es andere Tipps, die Sie mal geben könnten an Menschen, die eben keinen täglichen Umgang mit Rollstuhlfahrern haben und dem man da vielleicht auch irgendeine Hemmung nehmen könnte? Ja, sie möglichst normal behandeln wie alle anderen Menschen auch und nicht unbedingt fragen, warum der Unfall. Eigentlich will man als Rollstuhlfahrer nicht ständig gefragt werden, wieso man im Rollstuhl sitzt. Also wenn ich jemanden, einen guten Freund, also wenn ich mit jemandem länger unterhalte, okay, ganz klar. Aber wenn so ein Wildfremder kommt und gleich wissen will, warum ich im Rollstuhl, das ist lästig. Ja. Und sonst mal, wüsstest du noch einen Tipp? Nein, dir ist es manchmal lästig, wenn Leute es zwar gut meinen und ihn sofort einfach ungefragt dann irgendwo hinschieben. Das ist schlimm. Wenn jemand von hinten kommt
und mich einfach packt und wohin schiebt, da kriege ich wahnsinnig Aggressionen. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Ja, klar. Ja, aber das gibt es manche, die meinen es gut. Wo schieben Sie die denn dann hin? Oder? Ja, ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn wir so eine Musikreise machten und die wissen halt, dass wir jetzt da zu dem nächsten Ziel marschieren müssen und wollen mir es eben erleichtern und wollen mich schieben, damit ich nicht selber fahren muss. Aber ich möchte nur, mich darf nur jemand schieben, den ich darum bitte. Und die dürfen gerne anbieten, mich zu schieben, aber sie müssen vorher fragen, sie dürfen nicht ungefragt mich schieben. Ja, dann sind sie bei mir unten durch. Ja, das ist leicht nachzuempfinden, weil dann verliert man ja die gesamte Kontrolle über sich. Ja, und man wird ja als selber. Sogenannter Fußgänger, der so laufen kann, auch nicht irgendwo hingeschoben von jemandem. Hingeschubst? Ja. Ja, und jetzt gehen Sie ja auch auf Reisen miteinander. Viel. Viel sogar. Ja. Das hört sich jetzt auch erstmal kompliziert an. Ich weiß, Sie waren jetzt mal auch vor kurzem in New York. Wie geht das? Was für Probleme gibt es da? Also da gibt es überhaupt keine Probleme. Man muss halt nur, man muss bei der Buchung des Hotelzimmers muss man mal schauen, dass es ein rollig geeignetes Zimmer gibt. Das ist, und beim Flieger muss man es eben vorher auch sagen. Und dann kommen die Sanitäter, oder ja, so eine Art Sanitäter, die einen am Gate abholen. Nee, am Gate. Und bringen einen zum Flugzeug hin. Und dann werde ich dann vor dem Flugzeug auf einen schmalen Rollstuhl umgesetzt. Denn mit dem breiten komme ich nicht durch den Gang im Flugzeug. Ja, ja. Und dann fahren sie mich auf dem schmalen Rollstuhl bis zu meinem Sitz, lupfen mich. Setze mich da drauf und dann sitze ich da halt. Und im Gegensatz zu denjenigen, die laufen können und wahnsinnig darunter leiden, zum Beispiel 10 Stunden sitzen zu müssen, macht es mir nichts aus. Ich sitze ja eh immer 16 Stunden am Tag oder noch länger. Ja, aber dann durch so eine irre Stadt wie New York im Rollstuhl zu fahren, stelle ich mir jetzt auch nicht immer ganz einfach vor. Ja, für ihn ist es einfach, weil ich schiebe. Ja, genau, klar. Ich bin der Schieber und New York ist schon manchmal ein bisschen mühsam, weil es ist nicht sehr abgeflacht. Aber mittlerweile ist es besser. Mittlerweile also zum ersten ist Mal da waren vor 15 Jahren, da sind die Bordsteine eben so hoch und dann nicht abgeflacht, da muss man immer so kippen. Und das ist dann schon ein bisschen anstrengend. Und dann habe ich eine große Negativerfahrung gemacht in New York mit Taxen. Also das stimmt. Wir sind dann mal zu Fuß nach Chinatown runter und wollten dann mit dem Taxi zurück. Und es hat kein einziges Taxi dann gehalten, beziehungsweise gehalten, sahen ihn und sind weitergefahren. Das war schlimm, ja. Und das war also wirklich, das war eine brutale Negativerfahrung. Aber gut, man vergisst es dann auch. Dann bin ich halt wieder zurückgelatscht, aber da wusste ich dann, was ich getan habe. Ja, und wie ist hier mit Taxifahrern? Die sind alle super. Wahnsinnig nett. Also bei der Münchner Taxizentrale, die wissen, dass sie mir nur Autos schicken dürfen, die eben, müssen flache, also ganz normale Autos sein, bei denen der Sitz in Rollstuhl in der Höhe ist. Also diese ganzen modernen Art Geländewagen, die also alle höhere Sitze haben, die sind für mich ungeeignet, weil ich da nicht drüber komme. Aber sonst, ich habe da so ein Rutschbrett, da fahre ich mit dem Rollstuhl an die offene Tür ran und leg das Brett mit einem Ende auf dem Rollstuhl, mit dem anderen Ende auf den Fahrersitz, und dann rutsche ich rüber. Das geht wunderbar. Das kann ich auch. Ich fahre ja auch selber Auto alleine. Also alles dann mit der Hand machen Sie, oder? Ja, ja. Ja. Ich habe also in meinem Auto einen extra Gasring über dem Lenkrad, mit dem ich Gas geben kann. Und dann rechts noch so einen Hebel, mit dem ich, wenn ich drücke, bremse ich, und wenn ich ziehe, kann ich mit dem auch Gas geben. Der Rollstuhl liegt hinten drin. Wenn man sie beide so erlebt, hat man das Gefühl, ihr Leben wäre auch nicht sehr viel anders verlaufen, wenn der Unfall bei Ihnen nicht stattgefunden hätte. Oder glauben Sie, dass da was bedeutend anders gelaufen wäre? Ich glaube eigentlich nicht, nein. Vielleicht hätten wir ein bisschen Tennis gespielt. Genau, Tennis hätten wir gespielt, ja. Was wir früher gemacht haben vor deinem Unfall, aber inzwischen spielen wir Golf zusammen. Da gibt es leider auch nicht wahnsinnig viele Golfplätze in Europa, die so einen Paragolfer zur Verfügung stehen.
stehen haben. Mhm. Und den mitzunehmen, das haben wir noch nie gemacht, weil das wiegt 160 Kilo. Mhm. Und dann ist es ja nicht nur der Flug, man muss ja dann vom Flughafen zum Hotel irgendwie das Ding transportieren. Mhm. Und wir haben aber jetzt auf Mallorca einen Golfplatz aufgetan, der ein Paragolfer hat. Mhm. Und da fahren wir gerne jedes Jahr hin und spielen dann jeden Tag Golf. Wie haben denn Ihre Freundinnen reagiert, als der Unfall passiert ist? Oder wie reagieren Menschen, wenn sie sie alleine haben? Sind sie dann noch mal anders nach dem Motto, sie haben aber ein schweres Leben? Da werden sie in der Art von Menschen angesprochen? Ja, wird man schon immer wieder und dann wird einem gesagt, wie toll wir das meistern. Aber wie gesagt, es ist Alltag und da habe ich auch meine Erfahrung gemacht, kurz nach dem Unfall, als Peter dann wieder in München war und wir das erste Mal auf der Maximilianstraße zum Franziskaner, glaube ich, sind. Plötzlich haben Freunde die Straßenseite gewechselt, als sie uns gesehen haben, weil sie einfach nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Ich meine, in der Zwischenzeit wissen sie, dass der Peter das eben irgendwie ganz locker und cool nimmt und ich eigentlich auch. Aber am Anfang, das war ein bisschen eigenartig. Ich konnte mich da nicht so ganz hineinversetzen. Also ich habe auch heute den Eindruck, heute gibt es so viel mehr Rollstuhlfahrer. Oh, da haben Sie eine Fliege. Oh, danke schön. Dass es vielleicht zur Gewohnheit wird. Mhm. Die Leute gehen anders damit um als vor 20 Jahren. Naja, aber so bei Festen und so weiter bin meistens ich der einzige Rollstuhlfahrer. Ja, aber so im Stadtbild sieht man schon sehr viele, die so unterwegs auch egal. Sind. Auch nicht weiter schlimm. Aber ich muss sagen, eigentlich finde ich es gar nicht gut, wenn da auf dem Fest noch ein anderer Rollstuhl war. Ich möchte einzigartig sein. Aber ich glaube, das macht Mut. Also ich finde das, ja, muss ich auch sagen, toll, wie Sie das beide meistern. Und was Sie beide auch beruflich tun, denn Sie als Frau haben ja dann auch wahrscheinlich, standen Sie jemals vor der Alternative, aufzuhören zu arbeiten und sich jetzt nur noch um Ihren Mann zu kümmern? Nein. Also das war nie die Frage. Mein Mann ging ja auch nach wie vor noch ins Büro jeden Tag und ist erst seit ungefähr 5, 6 Jahren zu Hause, hat dort sein Büro. Aber das wäre für mich nie in Frage gekommen. Und er ist so autark. Ich fahre ja auch manchmal alleine zum Skifahren, 10 Tage zu meinem Bruder. Und da bin ich jedes dann Jahr einmal. Und da ist er auch alleine und fällt dann ab und zu mal aus dem Rollstuhl. Aber da sind dann. Also eigentlich brauche ich sie gar nicht. Na, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ja, zumindest nicht, was Hilfen für den Rollstuhl betrifft. Ja. Sonst natürlich schon. Okay, Man muss Freunde haben, die dann da sind. Ja. Nee, also an dieser Stelle ja, ganz herzlichen Dank, dass wir mal bei Ihnen in Ihr Leben so ein bisschen reingucken konnten. Und weiterhin alles Gute. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen.